Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja im letzten Video gesagt, es gibt jetzt einen Bildvlog und genau den gibt es heute. Vielleicht hört ihr es schon im Hintergrund, wir haben schon einen Radlader dabei, der hier schön fleißig die Erde so ein bisschen verteilt, wie wir das denken. Vielen Grüße an meinen Vater, der das hier organisiert hat. Die Landung steht auch schon fast. Wir haben ja die Tailwheel-Line, da gehen wir nachher gleich nochmal rüber. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die Landung noch ein bisschen schön. Ich will malen. Und es gibt die nächste Bildlabs für euch. Viel Spaß!
schon Bautag Nummer 3. Ich bin heute alleine und ich habe euch gestern Abend leider nicht mehr zeigen können, was wir alles geschafft haben. Und ich gehe gerade schon mal zu dem, was wir gestern geschafft haben. Wir sehen uns gleich da wieder. So, und zwar haben wir, wie ihr es jetzt schon im Hintergrund sehen könnt, die Rampe schon mal so grob platziert. Aber die ist ziemlich steil und man kriegt von da hinten nicht den Schwung. Deswegen müssen wir wahrscheinlich den Startschirm noch mal weiter nach hinten bauen. Ansonsten haben wir gestern, wie ihr es ja in der Zeitlapse gesehen habt, ja, die Landung schon mal einigermaßen fertig gemacht. Wenn das alles passt zu 100%, dann wird da auch noch eine schöne Fuhre Rindenmulch drauf kommen. Da vorne ist schon hier der erste Table. Und hier geht da quasi der zweite Table lang. So Leute, ich weiß schon gar nicht mehr, der wievielte Tag das hier überhaupt ist. Gestern haben wir auf jeden Fall nochmal einiges mit dem Radlader gemacht. Das werde ich euch dann im nächsten Video zeigen. Für das nächste Video habe ich mir auch eine unterstützende Helferkraft geholt. Die kommt jetzt gerade hier so ein bisschen wehleidig ins Bild gelaufen, und zwar Alex. Der wird mich heute tatkräftig unterstützen. Ihr werdet das Ganze aber aus dem nächsten Video sehen. Da wird es jetzt nochmal einen kleinen Teaser geben, den werde ich euch jetzt abspielen. Heute Teil 2 des Bauvlogs. Und zwar habe ich heute tatkräftige Unterstützung, wie ich es schon im letzten Video angekündigt habe. Alex mit am Start. Jetzt muss noch einiges an der Landung gemacht werden. Da gibt es für euch jetzt die nächste Buildlabs. Hol mein anderes Bike, zieh mir Schoner an. Und danach testen wir die Sprünge jetzt erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin, haut rein, habt eine gute Zeit. Peace.